7 Jahre lang lag ein Grottenolm unbeweglich auf der Stelle. Das Bemerkenswerte daran, das Tier war nicht tot. Ein Zoologenteam beobachtete insgesamt 19 dieser Schwanzlurche im Zeitraum von 2010 bis 2018 und stellte fest, dass dieser Aktivitätslevel relativ typisch für Grottenolme ist. Über den gesamten Zeitraum bewegten sich die Tiere im Durchschnitt ungefähr 5 Meter pro Jahr. Dieser sehr gemächliche Lebenswandel macht für Grottenäume auch Sinn, denn die Tiere leben in tiefen Höhlen, wo es nur sehr wenig Nahrung gibt und es auch sehr kalt ist. Und deswegen sparen die Tiere Energie, wo sie nur können. Zum Beispiel verbringen sie ihr ganzes Leben im Larvenstadium und sparen sich das anstrengende Erwachsensein. Außerdem haben sie nur sehr wenig Sex. Dafür werden Grottenäume über 100 Jahre alt. Diese und andere Berichte findet ihr in ausführlicher Form entweder auf spektrum.de oder auf unserem YouTube-Kanal.